Hallo, meine lieben Buddies, hier sind wir wieder bei der Neuformierung unserer Stadt. Nehmen wir mal nicht den teuersten, obwohl die kosten alle 3200. Und beginnen mal damit, uns die Rechtecke einzuteilen. So. Tüdelim. Noch nicht ganz. Hier? So? Ja, so sieht's gut aus. Das wären dann zwar Kreuzungen an den Stellen, aber ich hoffe, das macht da nicht viel. So, dann brauche ich nochmal einen neuen Park. Da ist er. Okay, das heißt. Nicht ganz. Ja, so sieht's besser aus. Wunderbar. Das heißt dann, die Quadrate haben wir. Das Muster, das Raster zieht sich ja dann entsprechend die Größe der Quadrate. Finde ich gut. Dann kann man es nämlich alles gleich groß machen dann. Und da müssen wir natürlich schauen, da stoßen wir ein wenig auf den Bahnhof. Das macht nichts, da verbinden wir es hier einfach nicht. Müssen halt woanders abfahren dann. Was meckert er denn jetzt schon wieder? Auf aufgestellten Gebäuden ist nicht möglich. Ach, da ist noch ein Park, oder? Kann das sein? Da ist noch ein Park gewesen. Tatsache. Ein Überbleibsel. Okay, ich glaube, die Straße, die wir jetzt hier gezogen haben, müsste theoretisch eine Autobahn werden. Dass wir das so in der Mitte durchgehend haben. Mit den Straßenbahnen auch. Ja, bevor wir denn jetzt hier nämlich alles komplett fertig bauen. Hallo? Ich habe doch komplett abgerissen. Warum steht da noch ein Stück? Hallo? Hey, jetzt haut's Raster nicht mehr hin, oder? Was hat er jetzt gemacht hier mit dem Raster? Verstehe ich nicht. Hat er es jetzt größer gemacht? Hat er das jetzt größer gemacht wegen der Hauptstraße? Kann das sein? So. ja. Das sind dann manchmal so kleinere Bauprobleme, die man da bekommt. Mit denen man dann eventuell nicht so gerechnet hat. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn das Quadrat mal ein bisschen größer oder kleiner ist, lassen wir es lieber ein bisschen größer. Da kann man dann auch mal was Größeres hinbauen. So, und da, wo jetzt das Stück ist, müsste auch die Autobahn lang gehen. Ja, perfekt. Dann können wir das nämlich jetzt hier wegnehmen. Bam, bam, bam. Und können dann hier ran. Zack. Perfekt.
erstmal hier und hier müssen wir ja auch noch ein wenig verbinden. Wir bringen Leute zusammen. Ha! Gut, das hat ja schon viel Schönes. Können wir gleich ein Straßenbahndepot bauen. Wieso kann man davon eigentlich drei aufstellen? Eigentlich brauchen wir doch nur eins, oder? Und wo stellt man das eigentlich auf? Wahrscheinlich am besten irgendwo bei einem Industrie- oder Gewerbegebiet, dass man dann das Ganze nicht so... Ach, der Flughafen muss ja auch noch hier unten hin. Dann bauen wir hier das Straßenbahndepot. Und den Flughafen machen wir dann wieder hier unten. Direkt an der Autobahnanbindung. Flugzeuge, Flughafen. Überlagerung. Ist der so groß? Da müssen wir ein Stück wegreißen wahrscheinlich. Bums. Überlagert sich jetzt immer noch mit der Straße. War das doch blöd. Wieso das denn? Brauchen wir denn einen Flughafen überhaupt? Ich will einen Flughafen haben. Hallo. So blöde, mystische Gebäudegröße manchmal. Dass dann das Flughafengebäude aber auch nicht da dran passt. So eine Kacke. So, jetzt bauen wir den Flughafen hier. Und überlagert sich das jetzt? Nein. Und wieso habe ich es jetzt abgerissen? Na, keine Ahnung. Passt doch genau. Hat doch perfekt gepasst. Vielleicht sollten wir für den Strom... Wasser. Pumpstation. Ach so, eine Versorgungsabteilung, da muss ich erstmal meinen ganzen Rathäuser und Gemeindehaus und so weiter wieder bauen. Ein bisschen mittig, damit die Leute auch was davon haben. Bildungsabteilung, Tourismus, Verkehr, nee. Versorgungsabteilung, genau, die brauchen wir. Bildungsabteilung. Ist auch nicht schlecht. Ein Schildchen, dass wir natürlich auch wissen, dass das Rathaus ist, wo dann die Demonstranten immer davor stehen. Tourismusabteilung. Zack. Und die hier auch noch. Da haben wir doch alles wieder. Ach so, stimmt. Den Hubschrauberlandeplatz, das Wichtigste. Das hätten wir fast vergessen. Okay, jetzt müssten wir eigentlich auch die Pumpstation bauen können. Genau, und die bauen wir dann einfach wieder gegenüber von dem Klärwerk. Oh, was? Wieso ist denn hier so ein großer brauner Fleck? Was war denn da? Also den großen braunen Fleck machen wir erstmal ein bisschen Natur drauf. Ein paar Bäume. Dass der Schmutz ein wenig absorbiert wird, der hier war. Was war denn das? Das war bestimmt die Prozessorfabrik. Könnte ich mir vorstellen. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Klärwerk und... Klärwerk und Pumpstation. Das können wir eigentlich auch hier unten mit anbauen, dass wir das Klärwerk hier auf die eine Seite basteln und die Pumpstation auf die andere. Man kann das ja in beide Richtungen auslagern, glaube ich. So, die Pumpstation dann gegenüber. Zack. So, da brauchen wir... Hier entlang einiges an Wasserpumpen.
Das heißt nämlich, dann kann ich dieses Zwischenstück hier rausnehmen und baue einfach weiter. La 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 la. 6 und 7. So, und das heißt nämlich dafür dann auch, dass wir genau dasselbe machen können. 1, 2, 3. Nein. Brupp. Fünf. 6. Oh, die war falsch rum. Das ist schlecht. Komm schon. So. Okay. Dann kriegen wir dadurch nämlich Wasser unendlich viel und die Kläranlage pumpt auch das ganze Zeug ab. Strom brauchen wir auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich die Frage, gehe ich auf die Solaranlage mit ihr, also die, die wir ja neu erfunden haben, damit das Kernkraftwerk hier nicht uns mal irgendwann um die Ohren fliegt und unsere Stadt pulverisiert, weil wir wollen ja auch sauberen Strom haben. So sauber. Sauberer Strom. Brrr. Brauchen diese Solarpaneele hier gar nicht. Brauchen die hier. Was machen die eigentlich? 37 und die machen was? 12. Okay. Da werden wir sicherlich auch relativ viele benötigen dann. Denke ich mal. Ich meine, so ein Atomkraftwerk hat ja richtig viel Power gemacht, ne? Gibt es eigentlich auch eine Erweiterung noch zu diesen Sonnenkollektoren? Da müsste ich dann bei der Uni mal schauen. Weisen Sie Wohngebiete aus? Ja, machen wir dann doch gleich. Jetzt muss ich erstmal ein Uni-Gebiet ausweisen. Denn wir brauchen ja auch Schulen und so weiter und so fort. Und ein Schulbussystem brauchen wir auch. So, Schule. Wo bauen wir denn Schulen? Wir bauen jetzt mal hier eine hin. Dann können wir hier nämlich Schulbusse bauen. Hier ein paar. Klassenzimmer, bauen noch ein Klassenzimmer oben drauf. Und bauen hier auch noch ein Klassenzimmer oben drauf. Bam. Die Leute sollen ja auch in die Schule gehen, dann müssen sie noch ins Gymnasium, damit wir sie auch dann in der Unität ausbilden können. Okay, das war das. Dann haben wir hier noch das Gymnasium. Ich würde sagen, wir verteilen das so ein bisschen in der Stadt. Wie weit konnte man das upgraden? Gar nicht großartig. Ich glaube, da gab es nur ein Schild oder so, ne? Ah ja, hier. Ach doch, eine Turnhalle konnten wir noch. Und ein... Ah. Ein Klassenzimmer. Ach, die kann man aufeinander bauen? Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Hm. Cool. Das wusste ich gar nicht. Da gehen ganz viele Leute dann aufs Gymnasium und dann... Ach ja, eine Bibliothek. Ach, die baue ich hier neben das Klärwerk. Allgemeine Hochschule. Sicher, diese Einrichtung ist nicht zertifiziert. Dafür ist sie auch billiger und kleiner als die Universität. Erhöht die Grundstückspreise der mittleren... Ich glaube, man braucht keine Hochschule, wenn man eine Universität hat. Wir werden diese Theorie dann gleich mal testen. Zack. Dann machen wir erstmal ein Schild hier hin. Gehweg? Ne, Gehweg brauchen wir eigentlich nicht. Wohnheim. Ja, die Universität braucht ja so viele Wohnheime und so viel Platz. Bauen wir hier erstmal 2 Wohnheime für die Universität.
Die Ingenieursuni hat man schon und die naturwissenschaftliche Uni. Naturwissenschaftliche und dann hier noch die Universitäts-Ingenieursuni. Das sollte dann erstmal an Bildung in der Stadt ausreichend sein. Und wir müssen natürlich noch fürs Schulbussystem sorgen. Das Schulbussystem. Ja, denn das Schulbussystem ist ja auch sehr wichtig für uns alle und unsere Schüler, dass sie zur Schule gehen und überhaupt zur Schule kommen. Also in die Schule gehen ist wichtig, weil wer soll denn sonst mal die Forschung vorantreiben, ne? Beziehungsweise, achso, ich weiß ja gar nicht, ob hier überhaupt dann, ich glaube, hier wird wieder Industriegebiet. Ja, die Forschung muss ja auch wieder vorangetrieben werden und was, wir hätten ja sonst so coole Erfindungen nicht, wenn man überlegt, ne? Wenn jetzt alle sagen würden, ich habe keinen Bock auf Schule, da hätten wir ja bestimmte Sachen, also hätten wir ja viele Sachen gar nicht erfunden oder nie davon gehört, nie entdeckt eventuell sogar. Weil das wurde ja alles, das meiste von schlauen Köpfen und nicht durch Zufall erfunden. Also ich glaube, es gibt die wenigsten Erfindungen, die irgendwie durch einen dummen Zufall erfunden wurden, außer jetzt vielleicht Gyros oder sowas, aber da brauchst du auch nicht unbedingt einen Universitätsabschluss, um solche Sachen zu erfinden. Und wenn du jetzt überlegst, Glühbirne, Telefon, das ist ja alles wichtig. Satelliten in die Umlaufbahn bringen, ohne die hätten wir ja kein Fernsehen. Wenn wir Satelliten nicht in der Umlaufbahn hätten und solche Leute, die diese Umlaufbahn berechnen, hätten wir kein Fernsehen, kein Telefon, kein Handy, kein nix. Also braucht man ja doch schon einiges, ne? Weisen wir mal ein paar Wohngebiete aus. Auch hier. Dann können wir nachher auch wieder ein Messegelände bauen. Was wir vielleicht machen sollten. Und wir sollten auch darauf achten, dass wir wieder eine Prozessorenfabrik errichten. Denn wir wollen ja mit den Prozessoren weitermachen. Wir wollen ja eine Hightech-Stadt wieder haben. Leider ist die Bodenverschmutzung durch die Prozessoren etwas hoch. So. Und das Geile ist ja, jetzt können wir theoretisch auf die andere Seite, ach, das wollte ich gar nicht, können wir auf die andere Seite ein Recyclingzentrum bauen. Crazy, ne? Haben die gar nicht so weite Transportwege dann, dachte ich mir. Und was brauchen wir denn? Was hat er hier? Plastik. Leichtmetalle. Plastik. Und hier noch das normale Metall. Dann haben wir hier noch ein paar Fahrzeuge, die man natürlich alle brauchen. Da muss ja auch einer das Zeug irgendwo abholen und hinfahren. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass nicht nur die Erfinder und so wichtig sind, sondern auch die anderen Berufe. Aber für die meisten Berufe braucht man ja auch einen Schulabschluss. Ich meine, stell dir mal vor, es gäbe keine Müllmänner mehr, ne? Oder keinen Recyclingtonnenentleerer. Da gibt es bestimmt eine professionelle Bezeichnung dafür, die ich nicht kenne. Ja, stellt euch mal vor, die gäbe es gar nicht. Dann würde niemand sauber machen bei uns. Also würden wir wahrscheinlich alle verdrecken. Alle total im Müll versinken.
würde keiner unseren Müll wegbringen, da dürfte auch keiner irgendwas auf die Straße mehr werfen, wie das manche ja immer so gerne machen. Einfach ihren Müll irgendwo hinwerfen, das hasse ich ja. Könnte ich sie immer alle umbringen, wenn sie sowas machen. Aber es ist schon wichtig, dass der Müll dann von Leuten auch weggemacht wird. Ich meine, diese ABM-Kräfte, die da teilweise auf der Straße zum Beispiel arbeiten und da den Müll von anderen Leuten wegmachen, die den hinkippen, das ist ja auch wichtig, ne? Oh, hier kann man gar nicht ran. Naja, ja, das ist ja, jeder Beruf ist wichtig, sonst gäbe es den ja gar nicht. Ne, wenn wir jetzt gucken, was es alles so für Berufe gibt und wenn es den nicht gäbe, was da jetzt zum Beispiel wegfällt, zum Beispiel die ganzen Handwerksberufe, keine Tische, keine Stühle, keine Bänke, kein nix. Also ich glaube nicht, dass sich da jeder irgend sowas selbst zimmern könnte. Ja, ein bisschen zu dumm wären viele, wenn sie zum Beispiel nicht zur Schule gehen. Also es ist durchaus wichtig, zur Schule zu gehen, wie ihr seht. Das sollte man machen. Und ich brauche Straßenbahndepots. Hä, er hat Post gesagt. Wenn ihr dann, also was heißt ihr? Also wenn es dann Leute gibt, ich weiß ja nicht, ob da jemand jetzt auch guckt, der dann nicht zur Schule geht oder die Schule dann schwänzt. Ich meine, klar, es hat bestimmt jeder schon einmal wen aus Versehen die Schule geschwänzt, ne? Sag ich mal, einmal ist ja auch vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man dann natürlich die meiste Zeit gar nicht erscheint in der Schule, dann lernt man natürlich auch nichts. Und wenn man sie nicht fortbildet, weiterbildet, was will man denn dann später mal machen? Hartz-IV-Empfänger, weil man sagt, der Staat füttert mich durch. Naja, wenn dann alle so denken nachher, dann gibt es auch bald keine Hartz-IV-Empfänger mehr, weil die nämlich alle dann Hartz-IV-Empfänger sind und dann keiner mehr Geld hat. Dann geht nämlich der Staat pleite. Und wenn der Staat pleite ist, sind natürlich automatisch auch immer alle Bürger pleite und dann werden alle Kapitale angezapft und geschröpft und dann gibt es halt keinen Hartz IV mehr. Da sagt man dann auch, ihr hättet vorsorgen müssen für euch und basta, ihr kriegt nichts mehr. Ne? Und dann kriegen die nichts mehr und dann werden sie gezwungen nachher zu arbeiten. Aber dass man es jetzt so weit kommen lassen müsste, das hoffe ich mal nicht, dass es dann irgendwann passiert. Und die Zeit ist natürlich auch schon wieder abgelaufen mit dieser politischen Diskussion. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, meine Freunde. Bis dahin. Tschüss.